Also für euch ist das heute oder dieses Mal wieder eine neue Folge von Schlachtfeldbegehung. Für uns ist es heute der dritte oder der zweite Pin heute? Für heute? Ja, der zweite eigentlich. Der dritte Pin, also das dritte Abenteuer, welches wir schon hinter uns haben. Und ich bin komplett durchgeschwitzt. Der Alessandro merkt natürlich wieder gar nichts. Und wir befinden uns hier auf einem alten Militärflughafen. Nicht so weit von hier entfernt war das atomare Silo, wo die Raketen zwischengelagert wurden und natürlich auch abgeschossen werden sollte im Fall, wenn der Kalte Krieg zu einem warmen oder heißen Krieg ausbricht. Zum Glück ist das ja nie passiert, bis jetzt. Und wir gucken uns jetzt hier ein altes Rollfeld an. Ja, seid gespannt, was euch erwartet. Wir schießen mal los. Taschenlampe brauche ich, ne? Ja. Oh, ich brauche natürlich eine Taschenlampe, Leute. Einmal nur. So Leute, Bunkri. Richtig fetter Flugzeughangar. Da hinten ist das Rollfeld komplett. Ich denke 2,5 Kilometer dürfte es sein. So ganz grob. Und das ist der Eingang ins Labyrinth. Aber schaut euch doch mal das geile Teil an. So, wir holen uns die Taschenlampe und dann gehen wir rein. Willkommen zurück. Das ist meine Taschenlampe. Ich habe sie also geholt. Auto ist zu. Sehr gut, Auto ist zu. Klar. Erstmal die Kleinen, ne? Ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Wie, du weißt nicht, wo wir rauskommen? Du musst dich doch hier auskennen. Ja, Labyrinth. Bist du Labyrinth? Oh, oh, oh. Stolperstein. Da ist eine Tür. Alter, hier sind alles voller Türen und Bunker. Ich denke, das ist aber hier nur ein Durchgang, oder? Eine Garage. Aber für ein kleines Auto. Ja. Ja, ist nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Garage. Ja, das ist nur eine Garage. Kommen wir hier raus? Jo, ja, dann brauchen wir da gar nicht erst rein, oder? Okay, dann gehen wir direkt in den großen Bunker rein. Bunkri. So, ab in den braunen Salon. Da hat man sich schon durchgegraben. Ich sagte, da hat man sich schon durchgegraben. Ja, ja. Oh, du hast es. Okay, du gehst zuerst. Hab ich dir gesagt? Du gehst zuerst. Ja, aber der ändert ja nichts. Ich kann ja meine Drohne nicht im Auto lassen. Der junge Herr regt sich gerade darüber auf, dass ich meinen Rucksack mitgenommen habe. Ich glaube, da geht's eh nicht weiter. Doch? Er sagt, es geht. Geh erst mal gucken. Jetzt muss ich hier mit meinem Rucksack durch. Ja, ich komme. Oh, guck mal, die Bauform. Guck mal, die, ja, darf ich auch mal erst mal zu Ende gucken? Mega, das ist eine Innenwand, ne? Boah. Richtig krass. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Gerippe nicht haben wollten und deswegen hier links die Ziegel gebaut haben, damit sie ein Viereck haben. Mal gucken, ob wir hier einen Weg finden. Hier ist ein Weg. Jo. Jawohl. Ja. Nee, auf. Richtig gut. Das ist Zielübungen. Warte, müssen wir aufpassen, dass sie. Alter, ist das groß. Guck mal. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Mega. Davon hat es gebrannt. Und hier sind noch alte Fliesen. Ja, ich sehe es. Mega, ne? Das ist cool. Ja, ich kann nicht überall. Ich kann nicht überall hingucken. Alter, Leute. Mega. Guck mal, hier war meine Tür drin. Die ist rausgebrochen. Und es hat hier gebrannt. Ey, du hast hier den mega krassen Geheimgang gefunden. Wir sind ja beim Schlafen, jetzt wird es eingeschlafen. Ich glaube auch. Das bedeutet, die Hangars sind untereinander verbunden. Ja, meinst du, das war ein Hangar? Ja, hundertprozentig. Boah, cool. Alter. Unnormal. Okay, hier geht's raus.
Wir gucken uns mal ganz kurz von außen an, wo wir drin sind. Das sind Garagen. Das sind Garagen. Das sind Garagen, die untereinander verbunden sind. Das war hier die Straße und dann wurden die Fahrzeuge hier zwischengelagert. Wer weiß, ob das die Raketenabschusswagen waren. Oder nicht die Raketen, das waren keine Fahrzeuge. Das waren, glaube ich, in Deutschland hießen die ja Nike- und Herkules-Stellungen und bei den Russen hießen die anders. Ich glaube, dass da die Raketen drin waren. Genau, und dann wurden die bestückt mit den Atomsprengköpfen. Oder Schwachsinn. Da hinten ist ja der Flughafen und das werden hier die Bomben und die Raketen drin gewesen sein. Die werden da drin. Achso, ja, meinte das. Okay. Genau, dann rein mit dir. Okay. Ja, separat. Okay, macht absolut Sinn. Klar gehen wir weiter. Mega. Leute, das ist definitiv spannend. Oh, ich habe die Kamera gerade nicht richtig gehalten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, jetzt habe ich sie wieder richtig. Hier auch wieder die Tür rausgerissen. Wow, das ist ja krass. Das ist ja nichts anderes, wie wir gerade auch gesehen haben. Die Ziegel hier, das ist 1:1 baugleich. Aber guck mal hier drüber. Ja. Nicht, dass das wegbricht. Nicht, dass das... Sollen wir geradeaus noch reden? Oder? Erstmal hier gucken. Okay. Ja, ist 1:1 identisch. Ich glaube, dass sie hier gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass sie hier... Ja, das kann sein. Das sind nicht alle Räume. Aber ich glaube, das ist eher nicht zum Wohnen, sondern zum Arbeiten. Boah! Wir sind jetzt in so einem Hangar drin, Leute. Schaut euch das mal an. Richtig gut, oder? Ich guck mal, Alessandro, bevor du reingehst, schau mal. Das sieht richtig gut aus, oder? Das sieht richtig, richtig gut aus, Leute. Was ist da? Kannst du es lesen? Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Aber hier haben wir noch eine alte Schrift. Vielleicht haben wir jemanden, der Russisch oder Kyrillisch lesen kann. Der kann uns das bitte einmal in die Kommentare übersetzen. Hier ist es weg. Und da ist es auch kaum noch zu erkennen. Hier sehen wir noch. Hier sehen wir noch alte Beschriftungen. Hier auch. Und da ist der Weg. Den kennen wir. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter, ne? Richtig gut. Leute, ich bin ja eher der zweite Weltkriegstyp. Aber gehen wir trotzdem raus, oder? Okay. Okay. Danke sehr. Oleg und Bolek. Ich fühle mich gerade wie Oleg und Bolek. Da oben war die Beleuchtung dran. Die Kabel haben sie rausgerissen. Die Kabel, die kann sein. Das kann man bestimmt herausfinden, weißt du? Wahrscheinlich haben hier die Piloten und so geschlafen. Oder die im Einsatz waren, ne? Hier wieder Toiletten. Klassische blaue Wandbemalung. Fliesen waren eher selten. Hier haben sie richtig was rausgebrochen, Leute. Die alten Anschlüsse für wahrscheinlich Heizung oder so. Aber ich möchte nichts Falsches sagen. Und hier haben wir nochmal einen Ausgang. Den haben sie versucht zuzuschütten. Aber das ist nur ganz weicher Sand. Sollen wir hier raus unten oder zurück? Warte. Oh. Warte, ich muss hier auf meinen Vieren krabbeln. Oh. Oh. Hammer. Hammer, Alter. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch ein schönes Objekt und dann gucken wir weiter. Thank you.
Der Jörg wieder am Spielen. Spielen. Er spielt Gameboy. Kennt ihr noch den Gameboy? Jörg spielt Gameboy. Jörgi! Die Landebahn nehme ich auch. Was nimmst du genau auf, Jörgi? Die Landebahn? Geil. Ist hier noch intakt die Landebahn? Mega! Ja, da haben wir den Jörgi. Hey, du brauchst mich ja bald nicht mehr, Jörg. Das sieht mega aus. Der Fliegerhorst war einer von vielen Militärflughäfen, die von der deutschen Luftwaffe im Dritten Reich errichtet wurden. Er hatte 3 Start- und Landebahnen, mehrere Hangars, Unterkünfte und sogar Bunker. Er war die Heimatbasis für verschiedene Einheiten wie das Kampfgeschwader 76, aber auch das Jagdgeschwader 54 und vor allem das Zerstörergeschwader 26. Er wurde auch als Schulungs- und Erprobungsstätte genutzt. Er wurde vielemals von alliierten Bombern angegriffen. Nach dem Krieg wurde er von der sowjetischen Luftwaffe übernommen und bis 1992 genutzt. Danach wurde er an die polnische Behörde übergeben und das seht ihr jetzt, wie es dort aussieht. So, meine Freunde, also wir wollen uns noch mal ganz kurz, bevor wir fahren, die Funktionsweise von einem Shelter anschauen, der in einem guten Zustand ist. Wir sehen also hier weiterhin die Beschriftungen, wie wir das auch schon bei dem anderen Bunker gesehen haben. Und was aus meiner Sicht noch mal ganz Besonderes ist, wir können hier die Funktionsweise erkennen. Das war ein Flugzeugshelter und die haben natürlich damals schon Jetantrieb gehabt. Die standen dann hier drin, waren entsprechend vor Bomben und so weiter geschützt. Und wenn die Gas gegeben haben, dann war hier Auslasskanal für die Abgase. Unvorstellbar. Richtig gut erhalten. Und davon gibt es etliche hier auf diesem Gelände. Aber wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen nämlich noch im Hellen zu einer weiteren Anlage fahren. Und deswegen beeilen wir uns jetzt mal mit diesem letzten Bild an. Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bin raus, euer Random Life. Bis zum nächsten Mal.